Ja, hallo beisammen. Ich habe gedacht, ich spiele mal ein bisschen mit Video rum. Habe mich jetzt auch schon einiges mit der Kamera geärgert. Habe auch schon gemerkt, dass einige Beispiele nicht stimmen. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Ich habe jetzt schon was gezeichnet, das erläutere ich dann gleich. Ja, gucken, ob das sinnvoll ist, was ich hier treibe. Mir persönlich hilft zumindest. Mir geht es darum, ich möchte mal ein konkretes Beispiel bringen, wo wir Sprungvorhersage benutzen können. Und im nächsten Schritt würde ich dann sicherlich hingehen wollen und schauen, wie sich das auf die einzelnen Sprungvorhersagemechanismen im Prozessor auswirken kann. Ich habe gerne zwei geschachtelte Schleifen, habe mir ein dafür möglichst simples Beispiel gesucht, und das ist eine Skalarmultiplikation einer Matrix, also ein Skalar S und eine Matrix M. Jetzt hier bewusst eine mit vier Zeilen, fünf Spalten genommen und habe hier schon vorgeschrieben, beziehungsweise eben, wo es mit der Kamera nicht richtig geklappt hat, eigentlich beschrieben, einen Pseudocode-Algorithmus, den können wir jetzt auch nochmal durchgehen. Ich habe eine äußere Schleife, die die Spalten durchläuft, die Zeilen durchläuft mit einer Laufvariable i, genau, also mit einem for i gleich 1 zu 4, alle runter. Muss dann aber natürlich noch jedes einzelne Element betrachten. Und das macht die innere Schleife, dieser vor j gleich 1 zu 5. Und innerhalb der Schleife noch dann die eigentliche Skalarmultiplikation oder die eigentliche Multiplikation des Skalars mit der jeweiligen Zelle durchgeführt. Also m von ij ist gleich s mal m von ij. Da unten noch die Loop-Befehle, es ist kein Pascal, es ist Pseudocode. Die Loop-Befehle sagen eben, und dann soll dahin eben zurückgesprungen werden. Ein nicht optimierender Compiler wird daraus vielleicht nicht immer, aber bestimmt relativ oft so etwas machen. Wenn das jetzt so ein Pseudo-Assembler-Code ist, dann habe ich hier erst das Initialisieren der Laufvariablen der äußeren Schleife, trete dann im Endeffekt hier in die innere Schleife ein. Also das Ganze hier ist, oder beziehungsweise das ist noch im Bereich der äußeren Schleife. Hier ist dann die eigentliche Verarbeitung innerhalb der inneren. Da wird auch wieder erst die Laufvariable initialisiert. Dann wird die eigentliche Verarbeitung durchgeführt, eben hier die Multiplikation, die in Assembler jetzt natürlich auch ein bisschen umfangreicher wäre, als ich sie geschrieben habe. Dann wird der Laufindex erhöht und abgefragt. Und wenn ich aus dem Laufindex herausfallen würde, dann läuft das Programm unten weiter. Solange der Laufindex aber noch gegeben ist, gehe ich zurück, wieder an den Beginn der Verarbeitung. Das heißt, hier laufe ich n mal durch. Hier sieht man auch schön, dass der Rücksprung eigentlich häufiger ist als das nach unten durchfallen. Wenn die innere Schleife beendet ist, dann gehe ich wieder zurück in die äußere. Da kommt keine Verarbeitung mehr, aber ich muss den Laufindex erhöhen. Also auch hier wieder i gleich i plus 1. Und dann die natürlich immer wieder stattfindende Abfrage, ist denn der Laufindex noch in dem Bereich, der gestattet ist? Ist also kleiner gleich 4. Wenn ja, dann geht es zurück an den Beginn der äußeren Schleife, was dann wieder mit der Initialisierung der inneren hier mit j gleich 1 beginnt. Und wenn nein, dann, jetzt kann ich wieder zeichnen, dann gehe ich halt in meinem Programmablauf nach unten weiter fort. Was man hier sehr schön sieht, ist, dass diese Sprünge hier in gewissen Abhängigkeiten stehen. Das heißt, wenn die innere Schleife, wenn ich die jetzt verlasse, dann ist es im Regelfall doch immer noch so, dass trotzdem die äußere wieder zurückspringt. Und wenn sie dann das nächste Mal auf die innere trifft, dann wird doch gesprungen. Ganz im Gegenteil zu dem, was man jetzt vielleicht bei einer einfachen Sprungvorhersage erwarten würde, dass die innere auch da ist. Aber das will ich jetzt eigentlich im Moment noch gar nicht betrachten. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie das Ganze, was ich bisher gemacht habe, als Szenario überhaupt sinnvoll sein könnte oder nicht.